Hallo bei Phil's Philosophy. Bildung für eine Ethik der Wertschätzung. Corinne Pélichon fordert eine Transformation des Subjekts. Pélichon ist Professorin an der Universität Marne-la-Vallée in der Nähe von Paris. Sie hat ein Buch zur Hoffnung in Zeiten der Klimakrise veröffentlicht, was hier in Folge 55 auch besprochen wurde. Und in Folge 53 ihr noch berühmteres Buch Ethik der Wertschätzung, Tugenden für eine ungewisse Welt. Und in dieser Folge geht es jetzt um die Frage nach ethischer Bildung im Rahmen dieser neuen Tugendethik. Das ist schon das Programm, nämlich das kritische Subjekt, das typisch moderne, aufgeklärte Subjekt, soll ergänzt werden durch so etwas wie Charakterbildung. Und da sieht man gleich die Tugendethikerin. Wie ist das gemeint? Die Entwicklung eines kritischen Geistes, schreibt Pélichon, die einer der Grundpfeiler der Aufklärung war, kann nicht von der Charakterbildung getrennt werden. Dieser Satz ist uns nicht sofort klar. Wie geht denn das zusammen, fragen wir, Erziehung zur Kritik und Autonomie auf der einen Seite und Erziehung des Charakters auf der anderen. Oft sehen wir hier ja eher einen Gegensatz. Wenn ich ein kritischer Geist bin, dann folge ich ganz meinem eigenen Urteil und dann lehne ich auch jede Moralerziehung ab, die mich zu irgendwelchen Tugenden erziehen möchte. Also wir sehen hier eher einen Gegensatz. Doch in Pélichons Ethik der Wertschätzung geht das beides zusammen. Kritikfähigkeit einerseits und Ausbildung von Tugenden andererseits. Wie ist das zu verstehen? Es ist so zu verstehen, Erziehung zur Kritik, also da ist die Kritikfähigkeit das Lernziel, führt zu anderen Werten und das wiederum ist der Schritt zu einer Charakterbildung, zu einer Arbeit an sich selbst. Vorbild für Pélichon ist hier Jean-Jacques Rousseaus Konzept in seinem Erziehungsroman Emile von 1762. Erziehung, so schreibt Pélichon, lehrt das Individuum zu begehren, was ihm zuträglich ist. Wobei diese Erziehung das Individuum gleichzeitig sozialisiert, also in die Gesellschaft einführt und ihm gleichzeitig ermöglicht, der entfremdenden Wirkung der sozialen Klischees zu entkommen. Das heißt, einen Widerstand zu leisten gegen das, was in der Gesellschaft normalerweise von uns verlangt wird. Es geht darum, schreibt sie, die Liebe zu Gütern, auch Produkten zu wecken, die man teilt, die man also nicht alleine besitzt, statt nämlich das Streben nach Produkten zu fördern, die künstlich mit einem gewissen Prestige versehen werden, denken wir an unsere Konsumgüter, und die dann auch Konkurrenz und Neid aufkommen lassen und die Menschen ohne jede Aussicht auf wirkliche und echte Befriedigung immer weiter in den Konsum treiben. Also gegenüber diesen entfremdeten Gütern möchte sie andere Güter sozusagen favorisieren und unser Begehren in diese Richtung lenken. Der erste Schritt ist die Kritik an einer entfremdenden Normalität. Man kann auch sagen, die falsche Welt, in der wir leben, die Kritik am Hamsterrad eines Konsums, der nie satt macht. In einem zweiten Schritt machen wir uns auf, zu begehren, was uns zuträglich ist. Und da sehen wir schon, wie Kritik und irgendwie eine Tugendbildung hier Hand in Hand gehen. Das wird auch jetzt nochmal in zwei anderen Zitaten deutlicher, diese Engführung von Kritik und Charakterbildung, die uns so ungewohnt zu sein scheint. Die innere Transformation, schreibt Pélichon, könnte also auch sagen, die Erziehung oder die Bildung als innere Veränderung und Weiterentwicklung gedacht, die hier stattfindet, wenn man die Wertschätzung praktiziert, also die Tugenden der Rücksichtnahme zum Beispiel praktiziert, wenn man sie lebt, dann gibt es eine innere Transformation. Die muss dem Subjekt auch dabei helfen, gewisse affektive Bindungen zu lösen und sich von der Last der sozialen Determinismen zu befreien. Also gemeint ist hier die Selbstbefreiung aus den Ansprüchen einer zum Beispiel konsumistischen oder überkonsumistischen Welt.
In einem ersten Schritt praktizieren wir die Tugend der Wertschätzung. Und das verwandelt die ganze Ausrichtung unseres Lebens. Zum Beispiel entwickeln wir andere Werte, wir legen auf anderes Wert. In einem zweiten Schritt werden wir unabhängig. Und hier kommt jetzt die Kritik, eben die Kritikfähigkeit ins Spiel von den üblichen sozialen Imperativen. Wir verabschieden den Wunsch, uns immer nur durchzusetzen, ja, was die Gesellschaft eigentlich von uns fordert. Oder auch über andere Macht auszuüben. Vielleicht gelingt es uns sogar, uns von Konkurrenz und Neid zu befreien. Wir werden kritisch gegenüber der dominanten Normalität in unserer Gesellschaft. Jetzt beleuchten wir ein wenig näher diese Art von Tugendethik, die Peluchon hier vertritt. Es ist eine Tugendethik und das bedeutet Folgendes. Die innere Transformation, so haben wir eben auch gelesen, sie stattfindet, wenn man die Wertschätzung praktiziert. Davon schreibt ja Peluchon. Indem wir also die Tugend der Wertschätzung ausüben und andere Lebewesen etwa in ihrem Eigenwert schätzen, indem wir Dankbarkeit und Rücksicht, Empathie praktizieren, geschieht eine innere Transformation. Wir bilden unseren Charakter. Also indem wir etwas Gutes tun, werden wir gut. Und das erinnert an Aristoteles und seine klassische Tugendethik. Aristoteles schreibt in der Nikomachischen Ethik, die Tugenden erwerben wir, indem wir sie ausüben. Was wir durch Lernen zu tun fähig werden sollen, das lernen wir eben, indem wir es tun. Durch Bauen werden wir Baumeister und durch Kitarra spielen werden wir Kitarristen. Ebenso werden wir gerecht, indem wir gerecht handeln. Das ist also das klassische Programm der Tugendethik und der entsprechenden ethischen Bildung. Wir entwickeln nach und nach die Tugend der Gerechtigkeit, indem wir immer wieder gerecht handeln. Insofern ist Peluchon auf dem Pfad, könnte man sagen, der klassischen Tugendethik. Aber, und das ist jetzt das Wichtige, sie vertritt eine moderne Tugendethik und die unterscheidet sich in einer ganz wichtigen Hinsicht von der klassischen des Aristoteles. Typisch, also gemeinsam Tugendethik, das Praktizieren von Tugenden macht uns besser, zum Beispiel entwickeln wir Bedürfnisse, die besser sind als die übliche Gier. Oder wie sie schön schreibt, in Anlehnung an Rousseau, wir begehren, was uns zuträglich ist. Jetzt fragen wir aber, woher kommt eigentlich die Vorgabe, was gut ist? Wer bestimmt eigentlich, was als Tugend gilt? Und da merken wir, dass Peluchon eine moderne Tugendethik vertritt. Nämlich bei Aristoteles in der klassischen Tugendethik handelt es sich um ein Menschenbild, das sich nicht zuletzt auch aus antiken Idealen einer adligen Führungsschicht speist. Der Mensch soll vernunftgesteuert leben, wie es damals ideal war. Er soll das rechte Maß einhalten, er soll großmütig, großzügig sein und so weiter. Das versteht sich gewissermaßen von selbst anhand dieser Ideale. Bei Peluchon in der modernen Tugendethik steht was ganz anderes im Vordergrund, nämlich die Kritik an den sozialen Determinismen, die Kritik an Konkurrenz und Neid, das haben wir gehört, an machtförmigen Beziehungen, die Kritik an Überkonsum, der nicht satt macht und an dem Imperativ zur Selbstdurchsetzung und dem Imperativ zur Profitmaximierung. Diese Kritik ist gewissermaßen wichtig für die Frage, was ist denn dann die Tugend? In Peluchons moderner Tugendethik ergeben sich die Tugenden also aus einer Kritik der vorherrschenden Verhältnisse. Das sind aber nicht Dinge, die wir uns gar nicht betreffen, sondern wir selber sind Teil dieser Verhältnisse. Also auch eine Selbstkritik, also eine Kritik an unseren üblichen Praktiken, sozusagen Teil einer falschen Welt sind, für deren Aufrechterhaltung wir ständig auch etwas tun, ohne es vielleicht zu wollen. Zur Take-Home-Message, was könnte uns Corinne Peluchon hier Richtung ethische Bildung raten? Ethische Bildung sollte beides umfassen, Kritikfähigkeit einerseits, Charakterbildung andererseits. Üben wir nur Tugenden ein, also nur die Charakterbildung, dann sind wir oft fremdbestimmt und wir entscheiden nicht selbst darüber, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln oder transformieren wollen. Das kann also noch nicht die ganze ethische Bildung sein. Üben wir aber nur Kritikfähigkeit ein,
dann machen wir uns nur zu besseren DenkerInnen, aber nicht zu besseren Menschen. Nicht zu Wesen, die besser existieren, besser leben und besser handeln. Und das sollte doch auch ein Teil der ethischen Bildung sein. Deswegen ist die Kritikfähigkeit allein nicht genug. Wir sollten beginnen mit der Kritik, nämlich die Kritik unserer üblichen Praktiken. Die haben uns in enorme Schwierigkeiten weltweit in unserer Zivilisation gebracht, zum Beispiel der Überkonsum, der nicht wirklich befriedigt, zum Beispiel auch die Selbstverständlichkeit, mit der wir Tiere und Natur ausbeuten, ja sogar vernichten. Stichwort Artensterben. Das sollte der kritische Anfang sein, doch wir sollten nicht bei dieser Kritik stehen bleiben, sondern handeln gemäß Tugenden. Sie schlägt eben diese Wertschätzung und Rücksicht vor. Übrigens sagt sie auch Selbstgenügsamkeit. Es geht also auch um eine Art freiwillige Einschränkung. Und natürlich die Verbundenheit mit allem. Wir sollten so handeln, um auf diese Weise unsere Bedürfnisse und Praktiken zu ändern. Und wenn wir das tun, Kant würde von Neigungen sprechen, dann ist das genau Arbeit am Charakter. Bildung für eine Ethik der Wertschätzung, Corinne Pellechon, fordert eine Transformation des Subjekts. Bis zum nächsten Mal bei Phil's Philosophy.